vielleicht nominiert wurde und sowas noch nie gemacht habe, hier mein erster Nagertag. Tic-Tac? Ach, ihr wisst schon, was ich meine. Also ich habe meine Mäuse schon seit November 2012. Die ersten starben ja leider nach 3 Tagen schon. Da wir auf dem Land wohnen, haben wir oft mal Mäuse im Haus, besonders im Herbst. Und da war halt eine kleine Maus, die hat ein verkrüppeltes Beinchen. Und die haben wir halt dann 1-2 Wochen gepflegt, aber sie war halt krank. Und dann starb sie und dann war es hier einfach zu leer. Und da ich keine Tierhaare vertrage wegen Allergien, sind wir mal in einen Laden gegangen und haben geguckt, was es da für Tiere gibt, die kein Fell haben. Aber Echsen, damit konnte ich nichts anfangen. Und dann diese Axolotl, die sind zwar niedlich, aber das war einfach nicht das Wahre. Und dann habe ich da 2 kleine Mäuschen gesehen. Jedes Mal, wenn ich vorbeigegangen bin, kam die eine ran, die Frechmaus, und hat mich angeguckt und hat auch mit meinem Finger, den ich ans Gitter gehalten habe, immer rumgeschnuppert. Naja, und dann habe ich abends zu Hause nochmal geguckt, was Rennmäuse überhaupt sind. Und dann habe ich den kleinen entscheidenden Satz gefunden, dass sie keine Allergene haben. Ich habe da angerufen im Laden und habe gesagt, sollen sie mir reservieren. Und am nächsten Abend, als wir alle so weit hatten, haben wir sie geholt. Da ich schon etwas älter bin, haben meine Eltern da nichts mehr mitzureden. Und mein Mann, der hatte somit die ersten Rennmäuse, die es hier in Deutschland gab, in den 70er Jahren. Und von daher war das kein Problem. Wir haben uns beide verliebt und ja, die Mäuse sind unsere Welt. Meine Hauptterrarien sind alle 120, 60 mal 60. Manchmal kommt noch ein kleineres Terrarium oben drauf oder sowas in der Art. Oder noch ein 100er mal 50 war das andere, glaube ich. Aber in der Regel 120, 60, 60. Kleiner geht gar nicht. Gut, meine Familie hatte früher ein großes Aquarium mit Fischen. Aber als ich 6 war, ist das auch kaputt gegangen. Und sonst, ja, davor hatten wir halt auch Hasen, die seltsamerweise dann immer im Herbst verschwunden sind. Als ich das rausbekommen habe, habe ich lange mit meinem Vater nicht mehr geredet. Ja, die sind halt als Weihnachtsbraten geendet. Und Weihnachtsbraten war lange Zeit für mich tabu. Das ging gar nicht. Ich würde mir sofort Frettchen holen, weil ich liebe Frettchen über alles, die sind echt so süß. Doch das wären meine Lieblingstiere. Gut, über Ratten habe ich auch schon mal nachgedacht, aber Frettchen ist das absolute Traumtier, neben den Rennmäusen natürlich. Also Schnäuzel und Rumiko Junior. Dann Schneeflöckchen und Feenkind, dann Black Lady und Black Rose und dann Sternenkind, Mondenkind und Marimar. Und jetzt sind noch dazu gekommen Valentin und Belladonna. Schnäuzelchen ist jetzt 2 Jahre alt, Rumi ein halbes. Feenchen, Flöckchen und die Blackies sind 1,5 Jahre alt. Mari und Mondenkind und Sternkind sind 1 Jahr alt. Valentin ist auch 1 Jahr alt. Bella ist 1,5 Jahre alt. Also, Rennmäuse könnten bis zu 7 Jahre alt werden. Das ist wohl die älteste Maus, die mal festgestellt wurde in Gefangenschaft. In der freien Natur leben sie 1 Jahr vielleicht, aber so in der Regel 2 bis 4 Jahre. So, und das ist Rumiko Junior. Sie ist die schönste Maus im Haus, im Clan Waterfield. Sie hat ein V1, ein vollzüglich bekommen, mit 63 Punkten. Ein Schnäuzelchen, geh mal weg. Und Schnäuzelchen hat ein besonders schönes Fell, das wurde auch bestätigt.
Ja. Und kriegt sie bald eine kleine blau, nicht blau, Quatsch, grün-weiße Schleife, die süße Rumi. Hat sie sich verdient. So, ich hoffe, ich habe alles richtig gemacht und das ist das Ende. Genauso wie es für den Nikolaus-Stiefel das Ende ist. Nicht wahr, Madame Schneefleckchen? Monsterchen, du.